laden wir dich ein, dich bequem hinzusetzen, so dass du die nächsten paar Minuten gut sitzt, aufrecht sitzt. Vielleicht magst du dich auch lieber hinlegen. Dann kannst du dir einen schönen Platz suchen und dich auf den Boden legen. Und dann langsam die Augen schließen, wenn das stimmig für dich ist. Oder wenn du magst, kannst du sie auch offen lassen. Und dann kannst du langsam deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem richten, auf die Luft, wie sie einströmt und wieder aus dir hinausströmt. Vielleicht kannst du spüren, wo sie dich innen berührt. Vielleicht spürst du den Luftzug an deiner Nasenspitze. Und du beobachtest, wie die Luft, wie dein Atem, dein Brustkorb bewegt, dein Zwerchfell. Und folgst einfach diesem natürlichen Rhythmus, ohne irgendwas zu forcieren. Oder verändern zu wollen. So verwenden wir den Atem, um ganz bei uns anzukommen, um die Aufmerksamkeit, die wir sonst eigentlich hauptsächlich im Außen haben, ins Innen zu bringen und mal unseren inneren Raum zu spüren. Und dann kannst du mal schauen, ob du in diesem Raum innerlich die Angst oder die Störung spüren kannst, ob du sie verorten kannst in deinem Körper. Vielleicht spürst du einen Knoten im Hals oder der Hals ist ein bisschen eng. Vielleicht bemerkst du, dass dein Atem nur sehr flach ist oder der Herzraum ein bisschen zusammengezogen ist oder wie ein Druck da drauf ist. Vielleicht spürst du, wie dein Bauch, dein Magen zusammengezogen ist. Vielleicht spürst du deine Schultern, Spannung in der Schulter oder in deinem Kiefer
in all den Bereichen, wo wir so gerne Spannung oder Angst festhalten. Vielleicht ist es auch subtiler, vielleicht merkst du nur innerlich so ein leichtes Flattern oder Zittern. Und ganz egal, was es ist, wie sich's bei dir zeigt, gib dem, der Empfindung, der Körperwahrnehmung mal deine ganze Aufmerksamkeit. Das heißt, ganz interessiert schaust du dir das an innerlich. Oh, da merke ich was in meinem Körper, da spüre ich die Angst. Und dann tust du nichts weiter, als damit zu sein und zu atmen. Das Atmen nie vergessen. Und dieses Raum geben heißt, in Verbindung mit deinem Gefühl, das ich im Moment zeigen möchte, zu sein. Ihm Aufmerksamkeit schenken. Mit einer Haltung, das ist völlig okay, wie es im Moment ist. Und wenn du dann mit dieser Wahrnehmung bist, atmest, kann es sein, dass sich etwas verändert. Es kann sein, dass es wandert und sich woanders im Körper was zeigt. Es kann sein, dass eine Emotion, ein Gefühl kommt. Es kann sein, dass es leichter wird und fließt. Es kann auch sein, dass es sich erst noch verstärkt, dass noch deine Aufmerksamkeit braucht, deinen Atem. Auch in dem Bewusstsein, dass jedes Gefühl, jede Emotion eine Energie ist, die kommt, die sich verstärkt und wenn ich ihr Raum gebe, sie wieder gehen darf, sie weniger wird. Es kann auch sein, dass sie eine Information für dich hat, dass wenn du damit bist, dir auf einmal eine Erkenntnis kommt. Da schaust du, dass du da nicht drüber nachdenkst, sondern wieder in den Körper gehst und schaust, ah, und was beobachte ich da jetzt? Und wenn doch Gedanken kommen und wenn der Verstand doch überhand nimmt, dann schau dir einfach aus einer Distanz, wenn das möglich ist, deine Gedanken an. Was denke ich denn im Moment? Und nach einer Weile, ganz ohne Drängen,
kommst du sanft wieder zurück zum Atem und spürst diesen Rhythmus des Kommens und Gehens wieder. Und lenkst deine Aufmerksamkeit wieder sanft in den Körper. Und zu deinen Empfindungen dort. Und was du dann noch tun kannst, ist mal schauen, gibt es denn in meiner inneren Wahrnehmung, in meinem Körper auch einen Ort, der von diesen ganzen Ängsten, Gedanken oder Störungen völlig unberührt ist? Vielleicht gibt es da trotz allem einen Ort, der vielleicht weit ist und ruhig. Es können vielleicht deine Hände sein auf deinen Beinen oder dein Becken, das dein Gewicht trägt. Oder die Füße, die auf dem Boden ruhen, die Fußsohlen. Oder deine Wirbelsäule, die dich vielleicht ganz aufrecht hält. Oder wenn du angelehnt bist, vielleicht dein Rücken, der aufliegt, der gestützt wird. Und auch hier, geh mal mit deiner ganzen Aufmerksamkeit ganz neugierig an diesen Ort. Und schau auch hier, was passiert, wenn du diesem Ort mal deine ganze Aufmerksamkeit gibst. Vielleicht fühlt es sich an wie so die Tiefen des Ozeans, die ganz ruhig bleiben, auch wenn oben ein Sturm und Wellengang herrscht. Und dann, wenn du magst, kannst du nochmal zu der Störung zurückgehen, die du vorher im Körper wahrgenommen hast. Und mal schauen, was sich da jetzt zeigt, ob sich da was verändert hat, ob es noch da ist, ob sich was Neues zeigt. Und wieder ganz in Verbindung mit ihr gehen, sie spüren, wahrnehmen. Als ob du sie einlädst in dich, als ob du sie hältst und trägst. Wie eine Mutter diesem Teil in dir, der Angst hat oder unsicher ist oder Spannung hat, wie eine Mutter, die diesen Teil, die ein Baby, ein kleines Kind trägt und in den Arm nimmt. Wie wenn du eine Heimat bist für diesen Anteil in dir.
Und wenn du magst, kannst du deine Hand oder deine Hände einmal auf diesen Teil legen, wo du diese Störung spürst. Kannst dir selbst Halt geben durch diese Hände, durch diese Berührung. Vielleicht kannst du da die Wärme wahrnehmen, deine Hände. Und dich selbst einmal halten, einmal tragen. Und dir so Geborgenheit geben. Dann kannst du auch hier beobachten, wie sich das anfühlt, deine Hand dort zu spüren, was dadurch in dir sich tut. Vielleicht breitet sich irgendein Gefühl aus, vielleicht verschwindet ein anderes. Du schaust weiter, was dadurch in deiner Körperwahrnehmung geschieht. Und während du spürst, kannst du dich nochmal mit deinem Atem verbinden. Bei jedem Ausatmen nochmal ganz loslassen, alles, was an Spannung da sind, nach unten abfließen lassen. Das ist wie wenn du im Ausatmen in dich hineinsinkst, alles abgibst, immer schwerer wirst, die Schultern nach unten fallen lässt. Einmal tief einatmest und ganz ausatmest. Und noch einmal ganz tief einatmest. Und langsam ganz ausatmest. Und vielleicht merkst du, es gibt in dir eine Anspannung, die jetzt gerade nicht abfließen kann. Wir spüren ja im Moment auch gerade nicht nur unsere eigenen Ängste, sondern auch die im Kollektiv. Es kann auch sein, dass du merkst, es bleibt einfach ein bisschen zittrig innen. Und das ist auch okay. Und vielleicht kannst du jetzt so spüren, dass du dafür Raum hast. Dass es auch okay ist, wenn es innen ein bisschen zittrig bleibt. Du merkst, du hast Raum, du kannst atmen und du weißt auch, es gibt einen Ort in dir, der davon unberührt ist.
magst du noch mal tief atmen und vielleicht auch mal seufzen, vielleicht. Vielleicht magst du dich jetzt mal ein bisschen bewegen, schau mal, was dein Körper gerade braucht, vielleicht die Schultern ganz leicht bewegen, vielleicht magst du dich strecken, vielleicht gähnen, vielleicht den Kiefer etwas bewegen, nach rechts und links. Und dann in deiner Zeit, so wie es für dich passt, in Verbindung mit deinem Atem, mit deinem Körper, langsam die Augen öffnen, wenn du sie geschlossen hattest. Und so das Innen und das Außen verbinden. So dass du die Außenwelt wahrnimmst und trotzdem spürst deinen inneren Raum und was innerlich denn so vorgeht von Moment zu Moment. Und dich langsam im Raum orientierst, einmal schaust, was um dich herum passiert. Und wenn du im Alltag bemerkst, dass du dich verlierst, kannst du dich immer daran erinnern, dass manchmal auch nur ein Atemzug, ein bewusster reicht, um dich wieder mit dir zu verbinden, mit dem Jetzt zu verbinden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bleib gesund.